We live in a strange world. Wir leben in einer merkwürdigen Welt, where the United Science tells us, in der die versammelte Wissenschaft uns lehrt, dass wir nur noch 11 Jahre entfernt sind vom Auslösen einer unumkehrbaren Kettenreaktion, die sich menschlicher Kontrolle entzieht und die wohl das Ende unserer Zivilisation bedeuten dürfte. Wow, was für ein geiles Thema, Leute. Ey, ich raste aus. Nachdem Greta Thunberg bei der Goldenen Kamera den Promis ordentlich die Leviten gelesen hat, erfährt die Bewegung Fridays for Future auch immer mehr Sympathie unter den Promis. So findet zum Beispiel Lena Meyer-Landrut die Bewegung einfach Hammer und Nora Tschirner, Max Mutzke, Konstantin Wecker und Bulli Herbig haben sich auch mit der Bewegung solidarisiert. Ja, jetzt hat ja gerade der 5-tägige Fridays for Future Sommerkongress stattgefunden, wo auch Joko Winterscheid aufgetreten ist. Den kennen ja wohl die meisten mit seiner Show Joko und Klaas. Der ekelhaftesten, widerwärtigsten, abstoßendsten Kreaturen, die wir uns überhaupt nur vorstellen können. Er hat dort den Klimaaktivisten versichert, dass sie alles richtig machen. Weil ihm das aber alles noch nicht genug ist, rief er: Warum geht nur ihr auf die Straße? Warum sind es nicht die Leute, die am Freitag in einem Büro sitzen? Warum legt man nicht einfach mal steile These, dieses Land lahm an einem Freitag? Alle zeigen zwar begeistert auf die Bewegung, aber viel zu viele bleiben zu Hause. Er fordert also, dass nicht nur die Schüler streiken und nicht zur Schule gehen, sondern auch, dass die Arbeitnehmer nicht mehr zur Arbeit gehen. Das ZDF hat ja mal bei den verschiedenen Gewerkschaften nachgefragt, wie sie die Arbeitsniederlegung für das Klima so sehen. Man sympathisiert zwar mit der Bewegung, will aber nicht aktiv zu Klimastreiks aufrufen. Von Verdi hört man, man beantragt kollektiv einen Tag Urlaub und geht mit Leuten aus dem Betrieb zur Demonstration. Der Arbeitgeber stellt die Beschäftigten frei oder man führt eine aktive Mittagspause gut sichtbar zum Thema vor oder im Betrieb durch. Wenn Joko jetzt das ganze Land lahmlegen will, müsste man eigentlich meinen, dass ihm das Thema Klima sehr am Herzen liegt. Dazu habe ich mir einfach mal sein Instagram-Profil angeschaut und da sieht man, wie leidenschaftlich er sich für die CO2-Reduktion einsetzt. Da macht er Werbung für Luxusschlitten von Mercedes und Rolls-Royce, ist fasziniert von der Formel 1, gibt mit seinem Urlaub in New York an, schaut mal nach den Eisbergen auf Spitzbergen, macht Hubschrauber-Rundflüge über dem Himalaya oder mit Red Bull Racing, geht surfen in Kalifornien oder er postet auch in Kalifornien mit dicken Mercedes-Geländewagen. Sieht das alles nach einem nachhaltigen Leben aus? Ich glaube eher nein. Ich fühle mich hintergangen, betrogen. Ja, als wenn ihr mit jemand anderem ein Kind machen würdet. Ja, warum kommt Joko so viel rum? Da kann man natürlich sagen, ach, der reist doch bestimmt nur berufsbedingt so viel rum. Für seine Show Joko gegen Klaas, das Duell um die Welt, sind die beiden um die Welt gereist, um sich dort lustige Aufgaben zu stellen. Im Rahmen dieser Sendung war Joko dafür zum Beispiel in Mexiko, USA, Jamaika, Ecuador, Belize, nochmal zweimal in den USA, Südafrika, Brasilien, Kanada, Äthiopien, nochmal in den USA, nochmal in Kanada. Und das waren jetzt nur die Ziele aus 5 von 13 Sendungen. Ja, sein Kumpel Klaas war dann mit vielen Promis in anderen Ländern, die sie dann auch ganz bestimmt nicht mit dem Zug bereist haben. Ein Klimagläubiger könnte jetzt sagen, ach, das ist ja schon alles lange her, er wurde jetzt bestimmt von der heiligen Greta erleuchtet und lebt jetzt viel, viel nachhaltiger als früher. Leider nein, die Show geht nämlich am 31. live an den Start, wo dann die Reiseroute von Taiwan über Frankreich, Italien, Belize, Norwegen, Nigeria und Mexiko bis nach Polen, Portugal, Russland, Schweiz und nach Südafrika geht. Tja, was soll man da sagen? Wie glaubhaft kann denn so ein Mensch sein? Wasser predigen, Wein trinken, wie es ja immer so schön heißt. Und wenn du ein Problem damit hast, auch kein Problem, dann ist in Ordnung, hab ein Problem damit. Greta lebt da wenigstens, was sie predigt und fährt überall mit dem Zug hin oder nun ganz CO2-neutral mit der Segeljacht nach New York zum UN-Klimagipfel. Was die Doppelmoral der Klimaalarmisten angeht, ist Joko aber in guter Gesellschaft. Da haben wir zum Beispiel Leonardo DiCaprio. Climate change is real. It is happening right now. Let us not take this planet for granted. Der chartert gerne mal dicke Superjachten, zu denen er dann natürlich auch im Privatjet fliegt. Ansonsten schafft er es sogar ganze 6 Mal in 6 Wochen mit dem Privatjet zu fliegen. Oder wir haben da die deutsche Greta Thunberg, Luisa Neubauer. Bei dem Klima ist es herzlich egal, wer es zerstört. Den Klima interessiert es nicht, wer gerade dafür verantwortlich ist. Opern Gangnam Style. Oder die 90+ Trash-YouTuber, die bei dem Statement von Rezo mitgemacht haben. Es gibt viele wichtige politische Themen. Aber nach der Risikohierarchie hat die potenzielle Zerstörung unseres Planeten offensichtlich die höchste Priorität. Farbe, das ist eine extra, also das ist eine neue Farbe.
Das behaupten nicht wir, sondern das ist der unfassbar große Konsens in der Wissenschaft. Ich wollte euch nur ganz kurz was sagen. Ich liebe euch. Ja, übrigens hat Oliver Janich auf diese ganzen YouTuber seine Trollarmee losgelassen, die dann versucht hat, diese Klimaexperten zu einer öffentlichen Debatte zu bewegen. Ich habe da anfangs auch ein bisschen mitgemacht und obwohl die Kommentare freundlich waren, wurde oft gnadenlos gelöscht, ausgeblendet oder einfach ignoriert. Ja, bei der Aktion von Oliver Janich geht es vor allem darum, die ganz großen Klimaalarmisten wie Harald Lesch und MyLab, die ja ihr Wissen angeblich wissenschaftlich verpacken. Die beiden sind meine Freunde. Die dürfen alles im Internet. Haben uns ja verstanden. Es geht darum, sie zu einer Diskussion aufzurufen, und zwar entweder mit Oliver Janich oder mit anderen Klimaexperten, die sich da kritisch zu diesem Thema äußern. Wer da mitmachen will, der schaut einfach mal auf dem Kanal von Oliver Janich vorbei. Da gibt es dann noch weitere Infos zu dieser Aktion. Okay, wenn jetzt nicht die ganzen Klima-Influencer groß nachhaltig leben und versuchen, das böse CO2 zu vermeiden, dann müssen doch die Wähler von den Grünen ganz besonders nachhaltig sein, oder? Da hat eine Umfrage gezeigt, dass gerade die Wähler von den Grünen und von der Linke, also die Parteien, die am lautesten nach Klimaschutz rufen, am meisten fliegen. Und mit den Politikern wollen wir da gar nicht erst anfangen. Da sind auch die Grünen wieder ganz vorne dabei, was die Doppelmoral angeht. Dazu findet ihr hier einen Beitrag von der Sendung Kontraste, die sich das mal ein bisschen genauer angeschaut haben. Joko ist aber nicht nur, was das Klima angeht, ein richtiger Gutmensch. Als ein linksgrün versiffter Doppelmoralist liegen ihm natürlich auch andere Themen am Herzen. So hatten Joko und Klaas bei sich in der Sendung Pia Klemp eingeladen, die als Kapitänin im Mittelmeer Flüchtlinge rettet. Ich war Kapitänin des Rettungsschiffs Juventa im Mittelmeer. Ein Schiff, mit dem allein 14.000 Menschen in Seenot das Leben gerettet wurde. Retten heißt aber hier für linksgrüne Gutmenschen, dass Afrikaner vor der libyschen Küste eingesammelt werden und nach Europa geschleust werden. Ach ja, Klima ist ja auch Fluchtursache, deswegen flüchten die Menschen auch nach Deutschland, wo in vielen Städten jetzt auch der Klimanotstand ausgerufen wird. Zum linksgrünen Gratismut gehört es natürlich auch, dass man sich gegen rechts positioniert, und das hat Joko auch beim Fall Chemnitz gemacht. Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Ich sehe es und ich kann es nicht verstehen, wie im Jahr 2018 solche Bilder aus diesem Land rausgehen können, wo ein rechter Mob Menschen durch die Innenstadt jagt. Ich meine, es muss doch möglich sein, sich mal ernsthaft mit Themen auseinanderzusetzen und sich dann ein Bild davon zu machen. Ja, lieber Joko, wenn du dich auch nur ein bisschen genauer mit dem Fall beschäftigt hättest, dein Gehirn ist auf Zero, dann hättest du auch ganz bestimmt herausgefunden, dass es sich bei der Hetzjagd ganz offiziell um Fake News handelt, die von Merkel und ihrem Regierungssprecher verbreitet worden sind. Das habe ich hier in diesem Video mal ein bisschen genauer auseinandergenommen. Naja, man kann es ja dem Joko nicht wirklich übel nehmen, dass er sich so äußert. Schließlich hat er schon öfter GEZ-Zwangsgelder und Steuergelder abgegriffen. Und da muss man natürlich sein Fähnchen in den Wind halten, sonst gibt es da natürlich in Zukunft keine Aufträge mehr aus Zwangsgeldern. Interessant ist auch, dass er es nun ganz kapitalistisch mit einem Startup probiert. Und zwar will er da E-Bikes verkaufen. Das ist ich möchte, dass du da dürfte sein Klimaaktivismus bestimmt sehr geschäftsfördernd sein. Also, Joko Winterscheid ist nur wieder einer von diesen typischen grünen Doppelmoralisten, der dazu aufruft, mehr fürs Klima zu tun, aber selbst nicht bereit ist, seinen Lebensstil zu verändern. Andere sollen ihren Lebensstil ändern, nur er nicht. Ja, oder vielleicht sagt er sich einfach, ja, das ganze Rumjetten, darauf kann ich nicht verzichten, ist natürlich alles berufsbedingt, aber das CO2-schädliche Verhalten muss deutlich teuer werden. Er kann sich das ja natürlich alles locker leisten. Wenn die CO2-Steuer kommt, wird das aber vor allem für die Geringverdiener große Probleme geben. Gut, naja, nichts für ungut. Tschüss, Herr Ficker. Das war's wieder von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Wenn du in das ganze Klimathema noch mal ein bisschen tiefer einsteigen willst, da habe ich auch hier zwei Playlists zu erstellt. Ich war ja auch selbst hier in Hamburg schon zweimal bei der Fridays for Future Demonstration und habe da ein paar kritische Fragen gestellt. Schau da gerne mal rein. Ansonsten noch mal vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.